Es gibt bestimmte Lebensmittel, die gegen Krebs wirken können. Das ist in verschiedenen Studien belegt. Und die potentesten stelle ich euch in diesem Video vor. Das sind einmal die Glucosinolate. Glucosinolate finden wir im Brokkoli zum Beispiel. Wir finden sie im Kohl. Wir finden sie in Kohlrabi, in Radieschen, in Kresse, im Meerrettich und in Senf. Glucosinolate sind Vorstufen der wichtigsten Geschmacksstoffe von sogenannten Kreuzblütlern, nämlich der Senföle. Schwefel hilft gegen Krebs. Schwefelhaltige Inhaltsstoffe sind stärkste Antioxidantien. Sie wirken gegen Mykotoxine, sie wirken gegen Acrylamid, sie wirken gegen die Ausbreitung von Krebszellen, also gegen Metastasen. Einige wirken bereits in der Zelle gegen die Entstehung überhaupt von Krebs. Und andere wiederum können Krebszellen aktiv vernichten, indem sie eindringen in diese Krebszellen und sie letzten Endes abtöten. Also wir haben diese Antikrebssubstanzen in unserer täglichen Nahrung. Und das hier sind die wichtigsten. Jetzt nochmal zum Brokkoli. Brokkoli ist ganz oben. Brokkoli ist durch sein schwefelhaltiges Sulforaphan ganz, ganz oben in der Liste der Antikrebs-Lebensmittel. Vor allen Dingen natürlich in den Sprossen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch Brokkolisprossen selber zu ziehen oder sie euch auch im Internet zu bestellen, dann solltet ihr das tun. Ganz wichtig nochmal, gerade auch beim Sulforaphan zum Beispiel in Brokkoli ist, wir brauchen die Aktivierung des Sulforaphans durch die Myrosinase. Myrosinase finden wir wiederum zum Beispiel im Meerrettich oder im Senf. Also das heißt, wenn ihr Brokkoli esst, seht zu, dass ihr immer etwas Meerrettich vielleicht dazu tut oder einen Klacks Senf. Das wäre wichtig. Chlorophyll haben wir im grünen Blatt. Chlorophyll entsteht ja bei der Photosynthese der Pflanzen. Wichtig ist, Chlorophyll ist stark hitzelabil. Es ist flüchtig. Also eine Minute erhitzen, länger nicht. Das kommt natürlich jetzt gerade denen entgegen, die sagen, oh, ich wusste doch, mein grüner Smoothie jeden Morgen hilft mir, auch mich vor Krebs zu schützen. Ja, da ist durchaus was dran. Ihr könnt aber auch grünes Blattgemüse durchaus blanchieren. Grünes Blattgemüse wirkt aktiv gegen Aflatoxine, gegen Brustkrebs, Lungenkrebs, gegen das Colon-CA, also Dickdarmkrebs und gegen das Non-Hodgkin-Lymphom, wie ganz viele verschiedene Studien gezeigt haben. So, Chlorophyll finden wir natürlich vor allen Dingen in Salaten. Wir finden es im Grünkohl. Das hier ist ein Grünkohlblatt, was ihr hier seht. Wir finden es in der Brennnessel, in der Petersilie und im Spinat und im Mangold. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr von mir aus eben in einem Smoothie oder in einem Salat möglichst viele dieser Pflanzen kombinieren könntet. Das wäre richtig toll. Und denkt dran, nicht wirklich erhitzen. Wenn ihr sagt, nee, Smoothies ist nichts für mich und überhaupt ein Salat mit dieser ganzen Rohkost auch nicht, vertrage ich nicht. Gerstengrassaft wäre dann für euch eine Alternative. Mikroalgen sind eine Alternative. Es gibt auch Chlorophyll-Tropfen, die ihr im Internet bestellen könnt. Würde ich euch wirklich dringend raten, das zu tun. Ihr braucht immer nur ganz wenige Tropfen und ihr habt euren Chlorophyllgehalt für den Tag gut abgedeckt. Die Ellagsäure finden wir vor allen Dingen in Beeren, vor allen Dingen in roten Beeren, also Erdbeeren, in Himbeeren, in Brombeeren, in schönen schwarzen Brombeeren und Achtung, in schwarzen Himbeeren. Es gibt sie durchaus. Diese Ellagsäure wirkt aktiv gegen Mykotoxine. Mykotoxine, Aflatoxine sind stark krebserregend, wie ich in meinem Video über krebserregende Stoffe auch ausführlich erzählt habe. Sie wirken gegen Acrylamid. Sie machen krebserregende Stoffe unschädlich und sie wirken vor allen Dingen auch gegen Darmkrebs. Und Achtung, sie wirken gegen das Papillomavirus. Also alle Frauen mit einem erhöhten Pappwert sollten jetzt dringend zu diesen Früchten greifen.
Während der Krebstherapie, und das ist ganz wichtig, schützt diese Ellagsäure die gesunden Zellen und greift dabei aber die Krebszellen gezielt an. Das schafft man ja kaum mit einem Chemotherapeutikum. Apropos Chemotherapeutikum, ne, gerade beim Chemo, bei einer Chemotherapie oder bei einer Strahlentherapie haben wir immer das Problem, dass auch die gesunden Zellen mit geschädigt werden. Die Ellagsäure in diesen Früchten kann das zumindest zu einem großen Teil verhindern. Gleichzeitig verbessert sie die Wirkung der Chemotherapie an den Krebszellen. Ich finde, das ist eine super, super gute Nachricht. Resveratrol. Ich habe ein ganzes Video, was heißt eins, ich habe viele Videos gemacht zum Thema Resveratrol. Resveratrol finden wir vor allen Dingen in blauen, in so richtig schön dunkelblauen Weintrauben und da in der Schale. Resveratrol wirkt gegen Oxidation. Oxidation ist sowieso das Thema schlechthin bei der Entstehung von Krebszellen. Es wirkt gegen Inflammation, also das heißt gegen Entzündung. Es wirkt selbst zytotoxisch, das heißt, es schützt Körperzellen, es unterstützt die Krebstherapie, es puffert Nebenwirkungen ab. Vor allen Dingen ist es so, dass das Resveratrol in der Schale von blauen Weintrauben präventiv, also vorbeugend gegen Krebs wirkt. Es sorgt dafür, dass Krebszellen sofort dem vorprogrammierten Zelltod, also der Apoptose, zugeführt werden. Das heißt, durch das Resveratrol werden Krebszellen abgemurkst, bevor überhaupt der Krebs entstehen kann. So, hier nochmal zusammengefasst, weil Resveratrol wirklich ein wunderbares Antikrebsmittel ist. Es deaktiviert aktiv die Wirkung von sogenannten Kanzerogenen. Guckt euch mein Video dazu an, ganz wichtig. Es senkt die Anzahl und das Wachstum und die Ausbreitung von Tumorzellen. Welches Mittel schafft das? Es fördert den Tumorzelltod, also die Apoptose, und es sensibilisiert Tumorzellen für Therapien, also für Chemotherapie und für Strahlentherapie. Das ist doch super, wir haben es in der Hand. So, das nächste Wundermittel aus unserer Natur ist das Allicin. Das Allicin ist der Wirkstoff in unserem Knoblauch. Je frischer der Knoblauch, desto besser. Wir müssen und sollten Knoblauch aber anschneiden. In dem Moment, wo wir Knoblauch klein schneiden, wirkt das Enzym Alinase. Also das Alinase-Enzym brauchen wir, damit der Wirkstoff Allicin überhaupt aktiviert werden kann. Im Übrigen ist Allicin ein Endprodukt aus einer Aminosäure mit dem Namen Allein. Müsst ihr euch jetzt aber nicht merken. Merken solltet ihr euch. Es reicht, eine halbe Zehe möglichst rohen Knoblauch anschneiden. Wenn ihr Knoblauch erhitzen wollt, dann solltet ihr den Knoblauch klein schneiden, anschneiden wäre ganz wichtig, nicht eine ganze Zehe verwenden, mindestens 10 Minuten liegen lassen, sodass sich dieses Enzym bilden kann. Dann ist auch das Allicin während des Erhitzens noch relativ stabil. Allicin ist ein ganz wichtiger Radikalfänger. Es verhindert die Bildung von Tumoren, es senkt aber auch unser böses Cholesterin, nämlich das LDL-Cholesterin, es senkt den Blutdruck und es verbessert den Blutfluss. Also, Knoblauch ist ganz wunderbar. Eure Freunde müssen sich daran gewöhnen, dass ihr jetzt immer richtig nett und sexy nach Knoblauch duftet. Wenn diese Infos für dich jetzt richtig wichtig waren, dann teile dieses Video sehr gern. Somit hilfst du auch anderen. Und du hilfst dir und du hilfst uns. Das ist doch ein Deal, oder? So, das nächste Wundermittel ist das Kurkumin. Kurkumin findet ihr, wenn ihr das gedacht, im Kurkuma, in der Kurkuma-Wurzel. Es hemmt gerade, haben viele Studien gezeigt, die Metastasierung und überhaupt auch die Entstehung beim Prostatakrebs und beim Brustkrebs. Es ist darüber hinaus gut für die Gelenke, es ist gut für die Haut, aber hier ist es nochmal wichtig, die Krebshemmung herauszustellen. Auch hier haben wir es zu tun mit einer ausgeprägten Apoptose, also
Tod den Krebszellen, bevor sie überhaupt anfangen können, sich zu vermehren. In unserem Körper entstehen sekündlich Krebszellen. Unser Immunsystem erkennt diese und kann sie eliminieren. Dass das leider nicht immer gelingt, wissen wir. Aber diese Substanzen, die wir hier in der Nahrung finden, all voran eben auch gerade das Kurkumin, unterstützen das Immunsystem, Krebszellen zu erkennen und zu eliminieren, bevor sie sich ausbreiten können. Das ist die Wirkung. Und wir können uns diese Wirkung zugute machen. Auch gerade hier das Kurkumin kann zum Beispiel eine Chemotherapie wunderbar unterstützen, gleichzeitig aber auch unsere Körperzellen vor dieser Therapie schützen. Ihr sollt nur eins bedenken, und das ist ganz wichtig. Am besten wirkt Kurkumin in der Kombination mit Phospholipiden. Nicht unbedingt mit schwarzem Pfeffer, wie ja viele meinen, sondern mit Lecithin. Und dieses Lecithin findet ihr im Eigelb. Wenn ihr jetzt aber sagt, nee, Eigelb will ich nicht, ich bin vegan unterwegs, auch kein Problem, ihr findet es nämlich auch in Sonnenblumenkernen. Also kombiniert ein Kurkumin, eine Kurkuma-Wurzel, immer entweder mit Eigelb oder mit Sonnenblumenkern, dann habt ihr die beste Wirkung. Erdnüsse und Hafer machen das auch, aber sind dabei nicht ganz so potent. Guckt einfach, was euch davon am besten gefällt. So, der nächste Booster gegen Krebszellen sind natürlich die Polyphenole. Und die finden wir hier vor allen Dingen im Granatapfel. Man hat festgestellt, dass die Polyphenole im Granatapfelkern eine ganz besondere Wirkung haben, wenn nicht sogar die höchste Wirkung aller Polyphenole gegen Krebs. Gegen Prostatakrebs allen voran. Es hemmt einen sogenannten Transkriptfaktor, nämlich dieses NF-kappa-B. NF-kappa-B aktiviert das Immunsystem permanent. Ein aktiviertes Immunsystem ist nicht immer gut, sondern es führt auch zu Entzündung. Das heißt, ich habe so eine grundlegende inflammatorische Situation an der Körperzelle auch. Das ist krebsfördernd. Und diese Polyphenole verhindern, dass das Immunsystem überbordend reagiert und unsere Zellen schädigt. Super lecker sind die Kerne, und ihr könnt auch natürlich gerne einen Saft trinken. Braucht ihr aber mindestens ein großes Glas, ihr braucht nämlich 600 Milliliter davon am Tag. Guckt euch gerne mein Video an, ich habe darüber über den Granatapfel ein extra Video produziert. Polyphenole wirken vor allen Dingen gegen hormonbedingte Erkrankungen, also gegen Metabolite im Östrogen, im Progesteron, im Testosteron. Es wirkt stark antioxidativ, stark antientzündlich, und es fördert eben die Apoptose, das heißt den vorprogrammierten Zelltod. Tomate wirkt super präventiv gegen Krebs. Aber auch hier müsst ihr bei der Zubereitung wieder einiges beachten. Der Wirkstoff in der Tomate sind die Carotinoide. Carotinoide finden wir als sogenannten Pflanzenfarbstoff, natürlich auch in Karotten etc. Das ist die Vorstufe zum Vitamin A. Carotinoide haben eine ganz besondere Wirkung, vor allen Dingen das Lycopin als Carotinoid. In der Tomate hat hier aber eine ausgezeichnete Wirkung gegen Krebs, wie viele Studien gezeigt haben. Es ist die stärkste antioxidative Wirkung, die wir überhaupt haben können. Es wirkt auch hier wieder gegen hormonbedingte Krebserkrankungen, Prostatakrebs, Brustkrebs. Es wirkt vor allen Dingen aber auch gegen, Achtung, Pankreaskarzinom. So, dieses Lycopin ist ein super Radikalfänger. Es fördert, ganz wichtig, die Zellkommunikation. Das sind diese GAPS, die wir haben, diese kleinen Zellkommunikationsflüsse aus der Zelle in die Zellumgebung und von der Zellumgebung wieder zurück. Zellen, die sich von dieser Zellkommunikation ausschließen, entarten sehr viel schneller. Deshalb ist es wichtig, dass diese Zellkommunikation immer hundertprozentig funktioniert. Lycopin ist hier ein wunderbarer Unterstützer. Dann haben wir die Wachstumsfaktoren. Wachstumsfaktoren machen Krebs am Ende, wenn sie überbordend reagieren können. Lycopin reduziert eben genau diese
Wachstumsfaktoren. Aber auch hier bei der Tomate solltet ihr einige Dinge bedenken. Am besten entwickelt die Tomate die Wirkung einmal in der Schale, aber auch in sonnengetrockneten Tomaten, im Tomatenmark, in der Tomatensoße. Ich weiß, ihr habt es längst gewusst, Nudeln mit Tomatensoße sind ein wunderbares Antikrebsgericht. Was nämlich das Lycopin auch noch macht, ist, das ist die starke Antikrebswirkung von Vitamin E, von Vitamin C und von Selen unterstützt. Achtung! Und es unterstützt das sogenannte Adiponektin. Adiponektin haben wir in den Fettzellen, vor allen Dingen in den Bauchfettzellen. Und auch von hier geht gerade über verschiedene Hormone häufig eine Krebswirkung aus. Jetzt habe ich euch gezeigt, was ihr tun könnt in der täglichen Küche gegen die Entstehung von Krebs. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass ihr euch nicht den ganzen Tag irgendwelcher Strahlung aussetzt. Ihr solltet aber auch darauf achten, dass ihr eure Lebensmittel richtig zubereitet. Das heißt, Kohlenhydrate nicht trocken erhitzt, zum Beispiel darüber, über die Bildung von Acrylamid, von Mykotoxin, habe ich noch ein extra Video gemacht. Guckt euch das unbedingt an. So, jetzt wünsche ich euch, dass ihr mit diesen ganzen Tipps lange, fröhlich, gesund, frisch und munter lebt. Werdet nicht alt, sondern lebt lange. Das ist das, was ich von Herzen mir für euch wünsche. Macht es gut. Tschüss, tschüss. Myrosinase.